Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 13 Ultimate Team. Diesmal spielen wir eine Runde Online Seasons. Dort haben wir, wie wir sehen, schon 2 gewonnene Spiele mit 6 Punkten, noch kein verlorenes, also bisher läuft es richtig gut. Spielklasse 1, wie gesagt. Hier noch die Ausstellung von der letzten Runde, werden wir auch nochmal kurz auswechseln. Ja, dann nehme ich mal hier Schürrle raus, dafür packe ich mal einen Reus rein. Auf der Position hat er immer noch hier einen gelben Fuß. Also hier, gelber Fuß, reicht noch. Ja, Gündogan machen wir auch mal raus. Dafür bringen wir mal Luis Gustavo. So, noch irgendwas. Ja, Hummels machen wir mal raus. Dafür machen wir mal Felipe Santana rein. Hier auch 2 Brasilianer in der Mannschaft. Sonst noch was? Ja, kann man lassen. Okay, ja, okay, dann denke ich mal, es geht los. Werden wir nochmal sehen, wie dieses Spiel läuft. Hoffentlich genauso gut wie die letzten beiden. Das wäre echt sehr gut. Latenz hoch, wie ich es mag. Ja, hier so. Lassen wir mal dabei, dann geht's auch los. Malphis FC. Gucken, was da für eine Mannschaft hat. Bundesliga. Oder, nee, Teil... Mischmasch. Zur Hälfte Bundesliga, zur Hälfte ein bisschen italienisch. Ja, Italiener, noch der DD da hinten in der Abwehr. Naja, dann geht's auch los. Oh, ich habe jetzt gar nicht auf die Chemie geguckt vom Gegner. Dürfte aber meiner Meinung nach, habe ich da viel rot gesehen, dürfte nicht so hoch sein. Also nicht 100. Vielleicht ja doch. Aber egal. Der geht gleich mit vollem Druck ran hier. Finde ich gut. Ah, da verliert schon den Ball. M. Soderberg. Vielleicht ein Deutscher, gegen den wir hier spielen. Oh, war ja. Schlimmer Fehlpass und das Gegentor. Lewandowski, den ich auch im Sturm habe, schießt hier auf gegnerischer Seite das Tor. In der 4. Minute. Absoluter Katastrophenpass auf jeden Fall von mir da. Ja, das war auf jeden Fall unter aller Sau. Ja, na. Sirigu im Tor. Kenne ich nicht. Okay, hier ist der Ball auch versprungen vom Gegner. Macht hier auf jeden Fall ordentlich Druck. Mal gucken, ob ich mich hier auch behaupten kann. Auf Götze. Götze. Und komm, Kopfball. Ah! Braschikowski ist natürlich nicht der beste Kopfballspieler. Mit seinen 1,69 oder so. Naja, hoffentlich fangen wir jetzt nicht gleich das nächste Gegentor. Es wäre echt mies. So. Komm. Na, ah, abseits. Abseits. Der Schiedsrichter, beziehungsweise der Seitenlinienassistent hebt die Fahne. Hat man schön im Hintergrund gesehen. Achte ich ja persönlich immer drauf. So, gucken wir nochmal, ob da einer losläuft. Blaschikowski rennt. Kommt durch. Da verspringt der Ball. Und das war abseits. Aber der Gegner spielt den noch vorher ins Aus. Deshalb gibt's Eckball. Oder? Ja, gibt's Eckball. Komm, Kopfball. Und jetzt gibt's natürlich eine super Kontergelegenheit für den Gegner. Oder auch nicht, danke. Komm. Nein. Mann, ach. Chance vertan. Mist. Ausgleich wäre auf jeden Fall nicht schlecht jetzt. Und kein Gegentor wäre auch nicht schlecht. Ja. Macht hier den einen oder anderen Risskantenpass. So. Ab in die Spitze. Ja, okay. Blaschikowski, komm. Durch, bitte. Ach, Mann. Okay, das war extrem dumm von mir. Ja, aber der Pace von Felipe Santana zahlt sich aus. Der Ball kommt nicht durch. Immer ist einer dazwischen, aber bei meinen finalen Pässen.
Und den habe ich. Den habe ich. Na, komm. Nee, nee, nee. Nö, nein, aber hier geht's noch durch. Oder auch nicht. Ach, Mann. So, Konzentration hier. Mehr Konzentration. Zack, zack, zack. Abziehen. Tor. Wer war's, wer war's? Diego war's. Super Tor. Genauso wollte ich ihn. Auf jeden Fall. Der verdient der Ausgleich, wie ich finde. Auf beiden Seiten gute Chancen bisher. Und daher nicht unverdient. Zack. Ja. Sehr nice. Mal gucken, was er jetzt machen wird. Wie er darauf reagieren wird, auf den Ausgleich. Na, bisher wahrscheinlich noch gar nicht, aber ich werde weiterhin Druck machen und versuchen, hier ein Tor zu schießen. Den Führungstreffer zu erzielen. Ja, damit kommt er hier sogar durch mit dem Pass. Fast jedenfalls. Ja, ja, nein, 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 nein. Der Ball darf da nicht so einfach durchgehen. Luis Gustavo. Na, na. Auf Reus. Der hier ein bisschen Platz hat. Nein, das war schlecht. Ja, das war unnötig. Das war unnötig, gebe ich zu. Das war ein ziemlich unnötiger Trick. Oder kann man es überhaupt Trick nennen? Angetäuschte Flanke. Der dürfte auch nicht durchkommen. Zack. Nee, 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 nee. Das war zu früh. Hätte ich noch ein bisschen warten müssen, mal ein bisschen. Ja, ein bisschen. Was war jetzt? Was? Was? Foul von mir? Ich habe gar nichts gemacht. Das war die. Das war. Ich habe gar nichts gedrückt in dem Moment, sondern X gehalten. Also das war. Ja, und da gibt's den Konter. Komm. Ach man, da wird er gebremst. Ich hab's genau gesehen. Da wurde Blaschikowski voll ausgebremst. Ah, das wäre auch durchgekommen. Ich hätte in dem Moment schon gedrückt. Das ist echt scheiße, sowas. Da hätte er durchgelaufen können. Na. Ja. Na, komm, beinahe. So, ein bisschen Spielöffnung. Hier der Pass, der ankommt. Ah, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. So geht's nicht. Nein, nein. Och, Mann. Naja, spät drüber. Ja, ja. Was soll ich machen? Er hat halt da die Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, wer das war. Der jetzt da so durchgezogen ist. Die Nummer 11. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer die Nummer 11 ist. Beim Gegner. Ja, da ist halt durchgezogen und dann hat das da halt hinbekommen. Wenn der Pass durchkommt. Ach, Mist. Ja, ach. Da muss ich vielleicht auch mal einfach abziehen ins Kurzeck. Hat ja oft genug geklappt. In so einer Situation. Aber naja. Wir werden das Kind schon schaukeln. Ja, vorhersehbar, ist berechenbar. Auf alle Fälle. Seine Pässe sind vorhersehbar. Ach, Mann. Frustgrätsche ins Leere. Ach, Mann, da sollte der noch nicht hin. Der sollte auf Lewandowski, Mensch. Und wehe, der schießt jetzt hier noch ein Tor. Dann drehe ich aber richtig am Rad. Naja. Komm, jetzt. Ach, ich muss meine Pässe genauer timen. Das ist noch alles zu ungenau. Und da ist auch schon Halbzeit. Mit einem 2:1 für den Gegner bisher. Ja, natürlich nicht so toll. Ja, verdient auch. Ich hatte ein Tor, einen Schuss und einen Schuss aufs Tor. Aber der Spielverlauf war eigentlich ein bisschen anders, als es hier so die Statistiken vermuten lassen, wie ich finde. Und der ist nicht im Aus, der Ball. Und wer macht jetzt hier ein Kopfballtor, ey? Pass. Pass, komm. Jetzt ist er aber durch hier. Jetzt ist er aber durch hier, der Reus. Mit seinem 90er Tempo sollte er hier was reißen können. Komm, Mann! Nein! Der Hackenschuss ins Leere.
Oh, ins Nimmerland geschossen, ey. Oh. Den muss er machen. Ja, und den macht er. Ah, sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Da muss noch ein bisschen mehr von mir kommen. 50. Minute, genug Zeit ist noch. Um ihn noch ein 3 zu 4 zu kriegen. Vielleicht mal ein bisschen offensiver jetzt. Bei einem 3 zu 1 ist es schon ordentlich. Naja. So. Und Alaba durch, Alaba durch. Hier. Na, doch nicht noch da, da noch nicht noch da. Der sollte auf die 12 gehen. Ich weiß gar nicht, wer das war jetzt, die Nummer 12. Oh! Den Pass wollte ich zwar gar nicht so, aber auch gut. Naja. Na. Sieht bisher nicht so toll aus. Komm, es muss einfach noch was gehen für mich jetzt. Auch wenn ich volle Offensive gehen muss. Alaba, komm, du hast doch Tempo hier. Und Reus vor allem. Ach, lässt sich dazu leicht den Ball abnehmen. Naja, der Gegner spielt unkontrolliert ins Aus. Dadurch Ballbesitz für mich. Ah, außer natürlich, er kann den Ball nicht richtig annehmen. Diego war es, glaube ich. Ich dachte, das ist der feine Techniker, der halbwegs Ballkontrolle hat. Geirrt, würde ich mal sagen. Komm. Nein. Komm, ich muss jetzt volle Offensive gehen hier. Zack. Spiel doch mal. Ja, Götze, komm. Da hinten. Na, da. Hau rauf, hau rauf. Mann, was soll das? Hau rauf, hau rauf. Nein. Hau jetzt. Mann. Da fliege ich gleich vom Sessel. Ja, verschenkter Ball, verschenkter Ball. Ich hätte erstmal warten müssen, was passiert. Ja, Mann, so ist er natürlich leicht durch. Hat hier leichtes Spiel. Wenn ich Pech habe, fange ich mir jetzt noch ein. Ich bin nicht blöd. Ich lasse mich hier nicht lumpen, so einfach im Strafraum. Nein, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein, dass ich so dumm einfach den Ball verliere. Ah, die Flanke ist natürlich Müll. Was soll das bitte? Komm, nein! Was ist? Was? Was soll denn das? Warum kommt kein einziger Pass an? Das ist doch zum Kotzen! Pff, renn zum Ball, Alter! Fehler von mir. komm jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich immer ein bisschen mehr. Och. Genug Zeit ist noch. Also 20 Minuten in-game können hier sehr lange noch sein. Ne, so kommt er hier nicht durch. Blaschikowski. Komm. Es muss jetzt einfach mal mehr drin sein. Ah, noch nicht nach da. Dafür habe ich den hier. Und der muss drin sein. Und nein! Nein! Pfosten, ey. Na, immer noch Eckball. Komm. Mach's doch einfach. Mach es auch einfach. Stattdessen bekommt er. Ne, bekommt er gar nicht. Hau rauf. Es ist einfach so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Das hatte ich echt schon lange nicht mehr. Es ist einfach so lächerlich. Allein hier schon hätte ich schon durchkommen müssen mit Blaschikowski. Es ist einfach lächerlich. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Es ist lächerlich hoch 10. Und da läuft er nicht mit. Da läuft der Felipe Santana einfach nicht mit. Und er nutzt seine Chancen einfach mal so eiskalt, ey. Eine Chance, ein Tor. Das ist. Oh, nee, einfach kriege ich Kopfschmerzen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, pass ins Nichts. Das war's auf jeden Fall. Ach.
Na, komm. Noch ein Ehrentor, vielleicht. Nach der blamablen Vorstellung hier. Naja. Scheiße. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Naja, hoffentlich schießen wir hier noch 84. Noch ein paar Tore. Ja, so nicht. Komm, Ball nach vorne. Vielleicht kommt er noch mal irgendwo hin. Hier auf Blaschikowski, der vielleicht noch mal irgendwie durchläuft. Aber so nicht, so nicht. Na, hier noch mal irgendwas. Ah! Und siehst du, bei so einem Zweikampf, genau daran sehe ich das zum Beispiel, da bekommt er den Ball. Bei so einer 50-50 Chance, wer den Ball bekommt, bekommt er den Ball. Mann. Hau rauf, ey. Und der geht natürlich daneben und knapp vorbei am Tor auch noch. Das ist einfach nur so lächerlich. Och, und so, sowas geht dann halt genau auf den Torwart, ey. Das kann einfach nicht wahr sein. Und dann will er mich auch noch hier verarschen mit so einer Scheiße, ja? Das ist einfach unglaublich. Komm. Oh, Mann! Genau das meine ich! Er steht 1 Zentimeter vor dem Ball und kann ihn nicht annehmen. Er kann ihn nicht annehmen. Das ist unglaublich. Wie kann das sein? Was habe ich falsch gemacht? Hä, 4:1, das ist total. Das spiegelt einfach nicht den Verlauf des Spiels wieder. Die Spieler, Alter, Neuer mit einer 4,0, ey, verdient, ey. 4,0 für Neuer. Diego noch der beste Mann hier bei mir. Lewandowski auf der anderen Seite 9,8. Da haben die alle gute Werte. Naja. Es ist einfach so lächerlich. 449 Münzen dafür. Gucken wir nochmal in die Spieldetails. Zack. Hier sieht man es. Es war mindestens ausgeglichen. Aber allermindestens. Eigentlich sogar Vorteile für mich. Naja. Habe ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr aufgeregt? Naja. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.